Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen gibt es ganz einfaches. Den grünen Spargel wird im Backofen gemacht. Und weil das wird jetzt ziemlich alles schnell zubereitet, werden wir schon gleich unseren Backofen anmachen auf 175, 180 Grad zum Vorheizen als Umluft. Als erstes bereiten wir uns eine vor. Ich nehme diese vor. Und bereiten wir erstmal den Spargel. Ich schneide erstmal großzügig die Enden, aber dafür mache ich lieber die Kamera nach unten, dann seht ihr viel besser. So, zuerst schneiden wir die Ende ab. Und dann schälen wir ein Drittel von dem Spargel ab. Das ist meistens dann holzige Teile. Aber er ist nicht so holzig wie zum Beispiel weißer Spargel. Deswegen viele mögen den weißen Spargel nicht, weil er so holzig ist. Ja, hier habe ich zu wenig abgeschnitten. Beim Schälen am besten auf die Hand so ein Handtuch legen und dann geht es los. So. Bereite ich erstmal alle vor und dann machen wir es weiter. Das geht wirklich sehr schnell. Den Spargel haben wir jetzt fertig gemacht, sauber gemacht und auch mit Serviette ein bisschen abgetrocknet, dass es nicht zu nass wird. Jetzt nehmen wir unsere Auflaufform, kann man auch unten ein bisschen mit dem Öl besprühen. Dann legen wir unseren Spargel rein. Dann besprühen wir noch oben. Ich habe in meinem Fall Olivenöl. Gebe ich oben drauf so ein bisschen Paprikaschote, habe ich noch halbe hier. Einfach so verteilen. Und Tomaten. Tomaten steche ich ein bisschen an. Von der Zitrone ein bisschen Schale abreiben. Gibt auch schönen Geschmack. Und dann würzen. Würzen nach Geschmack. Ich nehme jetzt Chili mit Cayennepfeffer, so ein Mix. Kann man nur Chili nehmen, ein bisschen Schärfe reinbringen. Dann Paprika edelsüß. Salz. Und Pfeffer. Noch ein bisschen mit dem Öl besprühen. Und für ein bisschen Crunchiges machen wir einfach ein bisschen Paniermehl obendrauf. Einfach so ein bisschen streuen. So, bei 175 Grad Umluft ungefähr für 25 Minuten überbacken. Bis unser Spargel im Backofen steht, werden wir so einen Dip machen. Und den Dip kann man machen, ob mit Joghurt oder mit Quark oder nimmt man Frischkäse. Das ist ja egal, was Sie zu Hause haben. Ich nehme etwas von dem Quark, so die Hälfte von der Verpackung. Gebe einen kleinen Schuss von Sahne oder Milch, dass es etwas dünner wird, dass es flüssiger wird, den Dip. Wenn ihr Joghurt nimmt, dann wird es nicht so dick wie mit Quark. Und dann geben wir Kräuter. In meinem Fall gebe ich jetzt sozusagen Wildkräuter aus meinem Garten. Ich habe mich hier die Hirsch gebracht, dann von dem Feldsalat, da geht er schon hoch. Die Stiele, die habe ich gerne gegessen in der Türkei. Das war auf dem Buffet auch immer diese Stiele von dem Feldsalat. Dann habe ich noch hier ein Blatt von Löwenzahn, ein paar Blätter von Bärlauch. Was habe ich noch hier alles Schönes? Dann habe ich noch Schnittlauch mitgenommen. Die Kräuter habe ich schon alle auch abgewaschen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Knoblauch. Das nehme ich auch, aber nur Blätter. Und ich habe noch Minze mitgebracht. Naja, das reicht dann jetzt schon. Und das schneide ich alles klein und gebe in meinen Quark. Ich glaube, ich habe noch irgendwo Brennnessel. Den kann man auch reinmachen. Ja, genau. Da. Schöne Brennnessel.
alles aus meinem eigenen Garten, deswegen kann ich alles unbedenklich es nehmen und essen. Ja, Stachelbissen. Richtig schön fein hacken. Als kleiner wird es es hacken, als besser wird, dann ist es im Quark. Keine groben Stücke, besonders von Brennnessel. So, und das geben wir zu dem Quark. Natürlich gleich würzen. Mit Salz, Pfeffer, Paprika, Rosenscharf, Chili mit Cayennepfeffer, etwas von Zitronensaft. Alles umrühren, probieren und nach Geschmack abschmecken. Eventuell vielleicht kann man ein bisschen von Agavendicksaft was nehmen, irgendwie so kleine Süße reinmachen. So, probieren. Es fehlt noch Salz und muss mal ein bisschen etwas verdünnen. Gebe noch ein bisschen Milch dazu. Etwas noch Zitrone, die Säure fehlt. Am besten gleich Joghurt nehmen. Und jetzt fehlt nur ein bisschen Süße. Und dafür kann man oder flüssige Honig nehmen oder ich nehme Agavendicksaft. Eventuell kann man auch hier reinschneiden oder kleine Tomatchen oder Sauergurken. Das ist dann Nachgeschmack. Jetzt schmeckt es gut. Lassen wir ein paar Minuten ziehen, bis das unser Spargel fertig wird. 24 Minuten sind vorbei. So sieht jetzt aus. Und weil ich heute keine Kartoffel dazu koche, habe ich gedacht, werde ich auch ein bisschen Mozzarella oben drauf geben. Und habe ich eine Kugel Mozzarella einfach klein geschnitten, gebe jetzt oben drauf und stelle nochmal in den Backofen für so wirklich ein, zwei Minuten unter dem Grill, dass die Mozzarella sozusagen schmelzen kann. Natürlich darf hier auch kein Parmesan fehlen und für eine Minute in den Backofen stellen. So, ich habe jetzt nur eine Minute unter dem Grill gehabt und jetzt können wir auch servieren. Die Käse zieht sich. Sehr lecker. Und die Tomaten. Ich liebe warme Tomaten aus dem Backofen. Diese säuerliche, es ist so lecker. Ein paar natürlich Paprika noch, Stückchen. Und es kann man auch, wie gesagt, auch ein bisschen Kartoffel dazu kochen, weil Kartoffel und Quark passt dann auch sehr gut zusammen. Ein bisschen von unserer Dip. Und voilà, so sieht mein Mittagessen heute. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Video gefallen und einer oder die andere das nachkocht und probiert, oder vielleicht hat er auch für mich irgendwelche einen Tipp, wie ich es besser machen kann. Aber jetzt probieren wir noch auch, wie es das gar ist und wie es schmeckt. Es ist noch leicht knackig. Der Dip schmeckt wirklich wunderbar lecker. Die Pfefferminze kommt so zur Geltung. Sehr lecker. So, liebe Freunde, bei mir heute ist alles und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach und bis zum nächsten Mal. Tschüss!